Verschwendung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Skyrim. Ja, wir befinden uns hier gerade momentan im Weißlauf. Ich habe hier meinen Krempel verkauft. Aber bevor ich das gemacht habe, habe ich erstmal die ganzen Waffen und Rüstungen, die ich da hatte, verzaubert und sie danach verkauft. Ich möchte da auch ein bisschen in Verzauberung investieren. Genau. Ja, und wie ihr seht, sind wir zwei Hübschen hier ohne Helm. Ja, genau. Möchte ich jetzt gerne ohne Helm rumlaufen, wollte ich sowieso schon mal. Und zweitens ist es ja auch irgendwie so ein Wunsch von Peter Novak wieder. Also das ist schon der zweite Wunsch von Peter Novak, aber es ist egal. Ich finde ihn ganz gut, weil der hat sich gewünscht hier, er wollte eigentlich, dass ich hier meinen Helm mal abnehme. Habe ich hiermit getan. Und zwar, wir lassen den sogar ganz weg. Also wir nehmen den jetzt nicht nur ab, sondern wir lassen den jetzt komplett weg. Weil die Masken, die haben ja echt, recht gruselig ausgeschaut. Okay, dann, das war natürlich jetzt zu schnell wieder gedrückt. Was haben wir denn hier? Wir wollen jetzt hier in diese Shalidors Schriften möchten wir jetzt finden. Das wollten wir eigentlich schon in der letzten Folge machen. Ja, das ist wohl etwas schief gelaufen. Ich habe nämlich zwei Quests hier angepinnt gehabt und ja, habe das versehentlich das andere Quest gemacht, das ich eigentlich nicht machen wollte. Naja, aber das ist ja wurscht jetzt. Jetzt laufen wir direkt dahin. Und ja, wir laufen wieder zu Fuß. Wartet. Nee, nicht jetzt. Jetzt nicht. Ja, schlechtes Wetter hier in Weißlauf. Regenschirm wäre ja jetzt auch nicht schlecht, ne? Regenschirm, ha, Lydia? Nee, wir brauchen keinen Regenschirm. Wir sind ja nicht aus Zucker. Das haben wir ja auch nicht so oft, dass es regnet in dem Spiel, aber ab und zu haben wir hier auch mal schlechtes Wetter. Ich denke, wir sind sowieso stark, eigentlich schon fast overpowered hier in dem Spiel momentan. Deswegen jetzt nochmal hier einen Helm aufzusetzen, um den Schutz noch zu erhöhen, muss nicht sein. Die Gegner sind ja relativ leicht jetzt mittlerweile geworden bei uns. Hui, gleich zwei auf einen Streich. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, ich glaube, hier waren wir schon. Hier haben wir schon den einen Riesen da weggekloppt, der hier so seine Runden gelaufen ist. Ja. Der ist auch nicht mehr da. Ich weiß nicht, ob die sich hier wieder ansiedeln. Mit der Zeit. Aber bis jetzt ist kein neuer Riese mehr dahin gekommen. Hui. Ja, jetzt schauen wir mal, wenn wir das Quest hier fertig haben, dann würde ich gerne wieder bei der Diebesgilde weitermachen. Ja, ich weiß, das ist ein Durcheinander bei mir, aber das ist, sonst wird es mir einfach zu langweilig. Ich muss hier ein bisschen Abwechslung reinkriegen. Mal hier ein bisschen, mal da ein bisschen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Weil jeder hat seinen eigenen
Spielstil und jeder macht es halt wahrscheinlich anders. Und ich mache es eben so. Es ist ja das Schöne an dem Spiel, man kann hier die Quests machen, wie man möchte. Auf was man gerade eben Lust hat. Und wenn man gerade nicht Lust hat, das zu machen, dann macht man halt eben was anders. Ganz einfach. So. Schon wieder ein Drache. Puh. Schon in der letzten Folge ein Drachen. Blutdrache. Ich glaube, da hinten am Berg fliegt auch noch einer. Na. Ui, der hat aber ganz schön viel Loot hier drin. So. Die konnten wir wieder aufsammeln hier, diese Drachenseele. Die geht nicht bei allen Drachen, seitdem ich bei Mirak war. Apropos, den müssten wir auch mal angehen. Den Typen. Mal sehen, auf wann ich mal Lust kriege, den fertig zu machen. So, jetzt müssen wir doch mal da sein, oder? Ja. Wir haben es gleich geschafft. Okay, das war natürlich der falsche Schrei, aber es ist auch mit dem hier gegangen. Ich wollte die Schmetterlinge mir... Ja. Unter den Nagel reißen. Was habe ich denn hier bitte für eine Eisform haben wir? So. Jetzt haben wir die wieder ausgerüstet. Ja, wer weiß, vielleicht werde ich das Spiel sogar irgendwann mal nochmal spielen. Ja, falls ich das jemals hier durchkriege. Ich meine, das ist ja riesig. Dann werde ich auf jeden Fall mit den Mods spielen. So, was sind wir doch schon? Ihr hättet nie herkommen sollen. Banditen. So, ein Schlag und der gute Mann hier ist weg. Weil was wir uns da am Anfang, wie wir uns da angestellt haben. Ja gut, es ist klar, wir sind stärker geworden. Da geht was, da geht was. Ja, ja. Also ich bin da, ne, die... Autsch. Und die machen uns ja auch fast keinen Schaden mehr. Ihr werdet nicht. So, dein letztes Wort. Das war dein letztes Wort. So, jetzt komm her, Lydia. Trödel doch nicht rum. So, wer singt denn hier? Da schauen wir doch mal hin. Hier waren wir schon mal in dieser Höhle, ja.
hat euch eine schlechte Zeit zum Verlauf. Ja, jetzt hör doch auf. Autsch. Herrlich, wie sie. Was für Laute, die so von sich geben, bevor sie abtreten hier. Wo ist denn der andere jetzt? Ist das der hier? Ja gut, der hat ja jetzt nicht wirklich was dabei. Was macht denn der da? Der sich zum Schluss noch am Po gekratzt, oder wie? Oh je, schnell weg hier. Was war das? Hier drüben! Das war ein Überraschung. Ja. Jetzt bringen wir es. Ja. Ja. Geil. Einfach nur herrlich. Oh, hier liegt aber ganz schön viel Gold rum. Ich kann es gar nicht erwarten, euer Geld zu ziehen. Ja? Komm, probier's doch. Wo bist du? Wer will denn mein Geld zählen? Ha? Da schon die Hosen fallen. Nee, der hier. Der hier will mein Geld zählen. Wenn ihr tot seid, kann ich okay, ist in Ordnung. So, müssen wir denn jetzt hier durch? Können wir ja. Ach, guck an, hier sind immer noch diese Assassinen, denen wir mal geholfen haben. Ganz am Anfang war das. Hier. Vorsichtig! Den Rest brauchen wir jetzt nicht mitnehmen. So, fertig. So, müssen wir jetzt zur Akademie dann zurück, oder wie? Oder wie? Oder was? Ja, müssen wir. Oh, das ist aber ein gutes Stück, Leute. Da werde ich dann wohl die Schnellreise benutzen. Wo sind wir? Wir sind hier. Ah, das ist echt weit weg. So, müssen wir jetzt hier wieder genauso zurück wieder laufen, dass wir hier aus der Höhle rauskommen. Ja, die Lydia scheint wieder andere Pläne zu haben. Okay. Ja, nee, da reisen wir. Das ist einfach zu weit, ja. Also wie gesagt, die Orte, die jetzt so ein bisschen weit weg sind, die werde ich auf jeden Fall mit der Schnellreise machen. Ansonsten alles andere werde ich zu Fuß laufen.
vorstellen. Ich meine, das Spiel ist ja eh schon riesig genug. Nur mal jetzt hier alles zu Fuß ablaufen, ja, da wäre man ja hier nie fertig. Also nicht, dass ich jetzt schnell fertig werden möchte, aber das muss ja jetzt auch nicht sein. Sicherlich habt ihr euch gemerkt, wer... Ich möchte nur sagen, es ist eine Freude, dass ihr die Akademie leitet. Wirklich. Ah ja, stimmt. Ich leite ja die Akademie von Winterfest. Aha, das habe ich schon wieder vergessen. Verdrängt, Bolea. Ich wollte das gar nicht. Wir müssen nach unten. Wir sind falsch. Ah, dann können wir doch hier alles... Aber das, sind die aufgeladen, diese Sehnensteine? Ein großer Sehnenstein da oben. Wir nehmen da mal was mit. Guck, Lydia, gefällt dir mein Zuhause hier? Okay, dann gehen wir wieder runter. So, wem müssen wir eigentlich hin? Ach, zu diesem Bibliothekar hier. Der wollte es haben. Ich bin kein Mann großer Worte, aber ich hätte womöglich alles verloren, was mir wichtig ist. Also, danke. Erzmagier hin oder her, bei meinen Regeln gibt es keine Ausnahmen. Ausgezeichnet. Ich beginne mit der Übersetzung. Es sollte nicht länger als ein oder zwei Tage dauern. Ich habe gerade erst damit begonnen. Ja, ja, so du schnell hattest, geht das nicht. Schon. Ich dachte, du bist ein Experte darin. So, was hast ich du Ich habe ein paar kaufen? Dinge herumliegen, bei denen es sich nicht lohnte, sie in die Sammlung aufzunehmen. Ihr... Ach komm. Bis zum nächsten Mal. Die kannst du behalten. Ach, du liebe Zeit. So, gut. Ja, dann gucken wir mal, was wir haben. Wir jetzt hier noch was von der Diebesgilde. Stiele goldene Rubin, was? Die goldene Rubinhalskette aus dem Laden Arcadias Kupferkessel in Weißlauf. Oh, wir müssen nach Weißlauf. Was ist das? Harte Antworten. Enti hat mir erklärt, dass Gallus Tagebuch in der Falmersprache geschrieben wurde. Ich soll Kalzemo, den Hofzauberer von Markart, aufsuchen, um es übersetzen zu lassen. Er ist die führende Autorität und auf dem Gebiet dieser Sprache. Okay, das machen wir dann wahrscheinlich als nächstes. Aber wir haben hier einiges noch zu erledigen hier für die Diebesgilde. Gut, dann gehen wir hier wieder raus. Kommen wir jetzt hier raus? Nee, warte mal. Himmelsrand, hier. Ach du liebe Zeit, sind wir hier ganz oben. So, wie weit haben wir es denn nach Weißlauf von hier aus? Das ist auch ein Stückchen, gell? So, wir müssen schon wieder was stehlen. Stehlen. Warte, ich kenne. So, dann werden wir uns hier andere Sachen anlegen. Dann setzen wir da
das hier an. Taschendiebstahl. Taschendiebstahl. Ja, komm, wir machen das jetzt ran. Ich doch. Schleichen wäre jetzt auch nicht schlecht. Schleichen wäre aber auch nicht schlecht. Sollen wir lieber Schleichen dazu nehmen? 35% und das haben wir mit 40. Komm, wir nehmen Schleichen, weil wir brauchen bestimmt ein bisschen Schleichen. Ich arbeite für Beletor im Gemischtwarenladen. Hier geht's das aber zu. Das muss man sich mal vorstellen. Eine ganze Stadt in die Luft gejagt. Verdammte Akademie. Okay, wir müssen jetzt hier rein. Haben wir das nicht schon probiert gehabt und da ist es schief gelaufen? Okay, warte, wir speichern. Wir speichern. Okay. Wir gucken erstmal rein. Ich glaube, ich habe es schon mal probiert und die ist mir ja da so hinterher gewesen. Ja, die wird jetzt wahrscheinlich hier irgendwo. Ich habe Heilmittel für gewöhnliche und nicht so gewöhnliche Leiden. Sagt Bescheid, wenn ihr meine Hilfe braucht. Hä? Oh, ich muss durch eine andere Tür, glaube ich. Jetzt bin ich hier wieder raus. Oh. Nee, das wollte ich doch gar nicht. So, wir gucken erstmal, wo wir das klauen müssen. Oh. Was soll denn das sein? Ich verkaufe Heilmittel gegen alle Krankheiten und stehe euch stets zu Diensten. Ach, das ist doch gar nicht so schwer gewesen. Oh. Ich habe Heilmittel für gewöhnliche und nicht so gewöhnliche Leiden. Sagt Bescheid, wenn ihr meine Hilfe braucht. Ja, dann komm mal her. Wo steht die jetzt da oben rum? Ja, dann halt nicht, wie du willst. Wir gehen jetzt hier wieder raus. Okay, das haben wir auch. Ach Quatsch, ich muss ja hier rein. Erstmal gucken. Okay, wir müssen weg. Das gefälsche die Einträge im Geschäftsbuch von Angelines Ar. Was? Armo. Was? Aromalädchen in Einsamkeit. Jesus Maria, was? Aromalädchen. In Einsamkeit. So, dann machen wir das noch. Das nehmen wir jetzt noch mit, bevor wir jetzt zu der Diebesgilde gehen. Ja, da könnte man eigentlich vielleicht hinlaufen. Wartet, ich kenne euch doch. Warte mal, laufe ich jetzt wieder verkehrt hier? Ich bitte euch nur um ein paar Schätzchen, nee, passt. Damit ich etwas Essbares kaufen kann. Oh, was ist passiert? So, jetzt bin ich mal gespannt, ob jetzt hier dieser Händler hier mal draußen wieder ist, weil den habe ich jetzt lange nicht mehr gesehen. Der ist klar, der ist nicht immer hier, der wechselt immer den Standort. Nee, der ist immer noch nicht da. Oder immer noch nicht da.
Jetzt schaue ich mal, wie ich mich jetzt schlage hier mit dieser Rüstung von der Diebesgilde, weil die hat jetzt, die hält jetzt hier nicht so viel aus. Ach du liebe Zeit, da vorne, oder? Da müssen wir lang. Joa. Wir haben schon alles abgegrast. Hier ist nicht mehr viel übrig. Ja, ich habe so gut wie alles schon entdeckt. Gut, das war ja jetzt auch unsere erste Station hier in Weißlauf. Ganz am Anfang des Spiels haben wir hier natürlich alles schon weg. Was ist denn da los? Ui, der schießt auf uns. Habt ihr nicht drauf? Es geht eigentlich so viel, ja gut, ein bisschen Schaden haben wir jetzt schon gekriegt, aber es ist okay. Wieso fangt er den Schmetterling jetzt nicht? Ich drücke doch X. Oh, Mammut. Den lassen wir mal stehen. Schon wieder ein Drache. Nee, das ist der Mammut. Das ist das Mammut. So, wo ist die Lydia jetzt schon wieder? Oh, das ist der Wahnsinn, diese Frau. So, hier gibt es keinen Nierenwurz. Ne. Haben wir die jetzt wieder verloren oder was ist denn jetzt kaputt? Das ist nicht so einfach mit der Lydia. Nee, nee, das ist wirklich nicht einfach. Na, wo ist sie denn jetzt? Die kann ja nicht weit weg sein. Die muss ja hier irgendwo. Ach, die hält sich wahrscheinlich hier mit diesen. Ja. Oh, bleib doch mal stehen. Die kommen ja gar nicht richtig an die ran, wenn die so komisch laufen. Ja, rückwärts laufen können die gut. Oh, warte mal. Den nehmen wir mal mit hier. So, dann komm mal mit hier, du gnädige Dame. Liegt hier irgendwas? Ich dachte, ich hätte einen Schatten gesehen. Das war vielleicht mein eigener. So, komm. Auf geht's, Lydia, auf geht's. Alte Trödel-Liesel. So, wo müssen wir denn jetzt hier? Müssen wir jetzt hier lang laufen? So hier durch. Tja, sieht doch ganz gut aus. So, jetzt wettlaufen mit dem Elch.
Aber der ist schneller wie wir. So, jetzt kommen wir wieder in so ein Schneegebiet rein. Die kann auch schnell laufen, du Lydia. Was für ein Wunder. So, hier waren wir, glaube ich, auch schon. Oh, jetzt ist die Ausdauer gleich weg. Ja, Labyrinthon. Labyrinthion. So, jetzt laufen wir hier einmal durch. Komme ich hier runter? Ja, da vorne. So, es ist doch ein ganz schönes Stückchen, Mensch. Ich dachte, das wäre jetzt nicht so weit. Aber egal, jetzt sind wir schon hier unterwegs. Jetzt laufen wir zu Fuß. Und die Lydia? Ah ja, da kommt sie schon. Ja, ich weiß nicht, wir haben etliche Quests hier noch, die wir erledigen müssen. Mensch, das wird ja richtig spannend noch. So, ich glaube, in die Badenakademie, da habe ich auch irgendein Quest. Oder einige Quests, ich bin mir nicht sicher. Hat die Christa mich darauf aufmerksam gemacht. Da müsste ich auch nochmal vorbeischauen, ob ich die erledigt habe oder ob ich die stehen gelassen habe. Das wäre natürlich doof, wenn wir jetzt da Quests nicht mitnehmen. So, wir sind im Moortal. Die Waffe wegsteckt, nicht dass wir die Leute hier verunsichern. Wenn wir hier mit gezogener Waffe rumlaufen, wo ist denn die Lydia? Ah, ja. Sie kommt. Ja, bei der muss man immer gucken. Nach wie vor. Es hat sich nichts geändert. Ups, nimmst du mit? Ist das eine Spinne oder was ist das? Ich sehe es nicht. Oh nein, das ist so ein komischer Käfer. Und der Elch, der steht hier einfach so rum. Ey, Elch, geht's dir gut? Da läufst du doch gar nicht weglaufen vor uns. Nett.
Der hat keine Angst vor uns, aber ich glaube, wir haben ihn gerettet. Der blöde Käfer hat ihn, glaube ich, angegriffen. Der hat ja nicht mal viel Leben gehabt. Na, was ist denn jetzt? Der haut ab, der mag uns nicht. Ach, das ist doch schön, die Wildnis ganz nah zu erleben. Hier war man hier denn schon? Falguntur, ja, hier war man schon. So, haben wir jetzt noch weit? Nee, wir haben es gleich geschafft. Ui, ganz viele Schmetterlinge. Kurz, guckt euch das an, so viele Schmetterlinge. Das ist ja wow. Na, gehst du da hoch? Fuß runter! Voll daneben, aber richtig voll daneben. Du ein bisschen weiter höher halten müssen. Die setzen sich jetzt alle oben dahinter, komme ich gar nicht hin. Den kann ich noch mitnehmen. Ja, das ist nicht so einfach, die zu fangen. Die sind recht flink. Ah, da haben sich wieder welche hier hingelegt. Zum Sonnen. Heuhaufen. Oh, das geht doch gar nicht. Das geht doch einfach nicht. Stell mich halt gerade wieder an. So. Kann ich dich jetzt aufheben? Komm. Okay, wir haben jetzt genug Schmetterlinge gesammelt. Na, guck an, hier ist nochmal so eine Lierenwurz. So, wir müssen darüber irgendwie. Die andere Seite. So, jetzt wieder eine Runde schwimmen, so was wir eh nicht können, weil wir tauchen ja meistens. Hoch mit dir. Jetzt geht sie gleich wieder unter. Hast du Lydia, kommt die? Ich sehe sie nicht. Ach, da, die war auch tauchen. Was ist das hier? Einsamkeit, was hier? Kommen wir auch nach Einsamkeit. Wahrhaftig, oder? Sollen wir mal probieren? Was sind wir denn hier? Eine Abkürzung, oder? Ein anderer Weg nach Einsamkeit. Für Diebe, so wie mich. Okay, ihr Lieben, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ja, da machen wir dann in der nächsten Folge hier weiter. Ich glaube, das wird ja sonst zu lang hier wieder. Okay. Also, ciao, macht es gut.